bereit? Dann los. Kennen Sie Liberation? Unser erster Titel mit der Animus-Technik, das war nur die Spitze des Eisbergs. Bald enthüllen wir unsere kommerziellen Animus-Server für Spieler in der ganzen Welt. Sie bieten natürlich nur passive Erfahrungen. Bearbeitete Versionen der Geschichte. Nur die spannendsten Stellen. Und wir glauben, wir haben das perfekte Thema für unser erstes Großprojekt gefunden. Karibische Piraten. Das ist Ihr Job. Hast du das mal aus und wieder eingeschaltet? Eine Minute, d'accord? Oh, danke, Nancy. Bonne journée. C'est bon, tout est prêt. Magnifique, merci. Das ist für Sie unser wichtigstes Handwerkszeug. Ihr Kommunikator. Schalten Sie ihn ein, ist raffiniert. Haben Sie bemerkt, dass die Sicherheit hier etwas lax ist? Ihr Kommunikator ist nämlich ein Universalschlüssel. Sehen Sie dieses blinkende Symbol? Sie sind mit dem Aufzug verbunden. Ich überlasse Ihnen die Ehre. Unser Ziel ist das Sample 17 Studio, zweiter Stock. Bereit? Dann los! Ah, unser Boss Olivier Gannot, unser CCO. Ich stelle Sie vor. Bonjour. Salut, Melanie. Ça va bien? Oui, merci. Kennen Sie den Neuen? Hat heute angefangen. Bisher nicht. Bonjour. Welches Projekt? Sample 17, die Kenway-Linie. Haytham, Connell... Edward, der Pirat. Ah, ahoi, Matrose. Sehr aufregend. Willkommen an Bord. Melanie, kann ich Sie kurz in Ihrem Büro sprechen? Ich mache das nur schnell fertig und wir sehen uns in 5 Minuten. C'est bon. War mir ein Vergnügen. Also... Das ist die Sample 17 Etage. Hier tauchen wir in die Erinnerungen eines edlen Spenders ein. Desmond Miles. Wir nehmen nur die besten Stellen aus seiner DNA. Und hoffentlich können wir eines Tages ein paar fantastische Erfahrungen daraus schmieden. Diese Beine gehören John, einem der IT-Magier. Er repariert gerade was für Sie. Nicht repariert, kalibriert. Kalibriert, okay. Nun, da wären wir. Ihre eigene Animus-Workstation. Sie gehört Ihnen. Setzen Sie sich hin und finden Sie gutes Material. Brauchen Sie Hilfe oder Tipps? Der Animus enthält eine Reihe von Tutorials, die Ihnen weiterhelfen. Ich sehe Sie dann später. Viel Spaß. Willkommen zu Animus Omega, Abstergo Entertainments proprietäres Erinnerungserforschungsprogramm. Sollten Sie Fragen, Kommentare oder Bedenken haben, was die Bedienung der Animus-Konsole angeht, wenden Sie sich bitte an Ihre Projektleiterin Melanie LeMay. Sie wurden als Mitglied des Sample 17-Projekts angemeldet. Ihr wichtigstes Forschungsziel ist Edward James Kenway, geboren am 10. März 1693, Swansea, Wales. Kalibrierung beendet. Alle Signale normal. Alle Systeme optimal. Extraneurale Transmitter aktiviert.
lebendiges Havanna. Ich war schon einmal hier. Ein sehr zweifelhaftes Vergnügen. Jemand, den du kennst? Nein, nein, nein. Ich will nur freundlich sein. Ich möchte nicht wieder für einen Piraten gehalten werden. Stimmt. Markante Schurken wie du müssen Acht geben. Ja. Verrückt, dass England und Spanien vor 2 Jahren noch im Krieg waren, oder? Hier bin ich und handle mit Spaniern, als wären es meine Vettern. Stimmt was nicht, Duncan? Nein, gar nicht. Sand in der Kimme. Wo ist die beste Absteige in der Stadt? Ich sterbe für ein Nickerchen. Oder Siesta besser gesagt. Ich bin auf dem Weg zu einer Gaststätte, um Händler zu treffen. Ich könnte euch den Weg zeigen. Dann geh vor. Ich hoffe, ihr verweilt, während ich dem Treffen beiwohne. Es würde mich beruhigen, einen Mann eurer Statur in der Nähe zu haben im Falle eines Missverständnisses. Ich kann gerne bleiben. Vielleicht trinke ich was. Bestens. Ein Umtrunk. Nun, die haben kein Herz für Piraten hier, oder? Ich frage mich, wie viele Real die gestohlen haben, um so zu enden. Hola, die Damen. Ihr kennt diese Frauen doch nicht. Nein, sie verlangen Geld für dieses Privileg. Ein paar Dutzend Real für jede Stunde Bekanntschaft. Interessiert? Nein, um Gottes Willen, ich bin ein vermählter Mann. Vermählte Männer sind ihre Stärke. Aha, hier ist ein Lieferant für persönliche Waffen. Ich sollte mir eine Klinge besorgen, Duncan. Eine, wie ihr habt. Das rostige Messer ist kaum der Rede wert. Auch dann komme ich mir vor wie ein Schoßhund, wenn ich euch so nachlaufe. Vielleicht wäre ein kleiner Dolch angemessen. Mal sehen, was er anbietet. Vielleicht kaufe ich auch ein Schwert und wir steigen beide im Rang. Oh, wir werden ein tolles Team, wir zwei. Teufelskerle. Dann leih mir ein paar Real, Mann. Ich hab dich gerettet. Ja, Saludos. Natürlich. Danke. Passt schon viel besser. Wie lief's bei dir? Es hat nur für ein kleines Messer gereicht, leider. Doch, im Zweikampf kann es helfen. Oh, Herr Jemine. Ich hab uns in die Irre geführt, Duncan. Das macht nichts. Ich verschaffe uns einen Überblick. Wonach suchen wir? Ah, eine Taverne mit einer Art Biergarten. Meine Güte, ihr seid aber beweglich. An jedem Finger ein Haken. Daran erkennt man den echten Seemann. Aha, ja. Sehr gut gesagt. Ich glaube, ich sehe die Schenke. Nicht mehr weit. Para! Halt durch! Er hat mich ausgeraubt. Guter Gott, was soll ich tun? Ich kann nicht atmen. Halt, oder ich brech dir die Knie, wenn ich dich kriege. Gleich hab ich dich, du Hundspott.
Nicht mehr lange! Ich will dich nicht in den Hafen jagen! Du hast den Falschen beraubt, Mann. Ein Mann mit gefährlichen Freunden. Dios santo. Tengo que largarme de aquí. Duncan, bei Zeus, ihr lebt noch. Natürlich lebe ich. Der Knilch war kein Problem. Ah, ja. Ah, wir sind am Ziel. Lass dir Zeit, ich warte hier. Was denn, ein Waliser hier mitten im Kanakenland? Bin auch Engländer. Und schlag die Zeit tot. Bis der nächste Krieg mich wieder ruft. Zum Glück hat King George einen Pisspot wie dich unter seiner Flagge. Oh! Hey, Schlingel! Dein Gesicht kenne ich doch. Du gehörst zu den Piraten unten in Nassau. Halt dein volllautes Maul, sonst stopfe ich es dir, verstanden? Edward, oder? Hey, ich hab ihn gewarnt. Du willst eine Abreibung? Ich geb dir eine. Na kommt, Leute. Ich hab Vögel mit dickeren Armen gesehen.